Ja, ich kann es aber wirklich jedem nur mal so ans Herz legen. Versucht das Mining-Gameplay mal aus. Es macht wirklich Spaß. Mittlerweile. Ne, es ist wirklich absolut handelbar und völlig in Ordnung. Es gab mal eine Zeit, da war es echt wirklich nicht machbar, aber mittlerweile ist es macht es echt wirklich Bock. Selbst der Gunner hat Spaß dran gefunden. Ja? Der alte Cowboy-Lieferant, der das Mining hasste, mag es jetzt. Okay, ich nehme es zurück. Er ist nicht alt. Mensch, schon nimm das jetzt. So. Ja, gut. Aber wisst ihr Bescheid, ne? Dann macht er kurz auf Inspect und dann macht er auf Stow und dann geht's weiter. Ne, der Bug ist halt leider nun mal gerade so. Da kann man, da macht er nichts. Hat er halt so einen kleinen Hänger, ne? Gut. Dann nehmen wir das nächste Ding. Glaube ich, den anderen Stein hat er gleich, glaube ich, wieder weggeworfen. Ah, nehmen wir gleich noch mit. Ich mag das auch. Also ich finde wirklich Mining, es ist einfach entspannt. Ja, man ist einfach für sich, hat Zeit und kann richtig schön Geld verdienen. Das Einzige, was wirklich dann ärgerlich ist, wenn der Server dann halt abschmiert. Aber gut, das ist das Einzige, wo man jetzt keinen Einfluss drauf hat. Der Rest ist einfach gut, eigentlich relativ gut machbar. So, hier müsste noch der eine Stein liegen von eben, glaube ich, ne? Wenn man einmal erstmal das Gesicht sieht von der Prospekta, ne, vorne, ne, dann kriegt man das nicht mehr weg. Gut. Weiter geht's. Ist wahrscheinlich auch die dünne Luft hier auf dem Mond. Und das wird ja auch noch so eine geile Sache dann mit der 3.9, dass wir dann auch wirklich mit den Wetterverhältnissen hier klarkommen müssen. Ne? Wenn Ida jetzt zum Beispiel so ein Mond ist, der relativ kalt ist, dann müssen wir uns hier eine warme Klamotte anziehen. Ne? Sonst werden wir hier nicht lange leben. Dazu kommt natürlich noch Essen und Trinken. Finde ich super. Auch du willst jetzt nicht, ne? Jo, last one. Übrigens, man kann doch schon loslegen. Dann ist er schon unterwegs, der kleine weiße Pfeil. Schnell weg. Ja, der wird gleich eh explodieren. Sehr gut. Ja, also ab und zu springt dann noch. Ich weiß aber nicht, ob das was mit dem Server zu tun hat. Aber ich glaube ja. Also springen sollte der normalerweise nicht. Also dass das schwer ist und einen kleinen Bereich hat und so, das ist ja alles in Ordnung. Ne, und dass der so ein bisschen unrund läuft, ist ja auch in Ordnung. Aber er sollte jetzt auf gar keinen Fall von nicht im grünen Bereich in den roten Bereich springen. Das, macht er denn da? Gut, dann haben wir es, ne? Alles weggesammelt. Weiter geht's. Ist immer noch hell erstaunlich. Ach, da ist ja auch die Sonne noch. Dann ist sie aufgegangen. Dann ist sie gar nicht untergegangen. Ja, super. Ja, auch mal Glück gehabt.
So, dann werden wir nach Hörsten fliegen und das da verkaufen. Würde ich sagen. Und mal gucken, was wir dann an Gewinn gemacht haben. Weiter geht's. So, hier war noch irgendwo was, wenn ich mich recht erinnere. So, da sagt er mir zwar, da ist immer noch was, da liegt noch was, aber eigentlich ist das, glaube ich, das sind nur noch die Stümpfe, glaube ich. Gut, dann scannen wir nochmal. Aber bis jetzt muss ich sagen, ist ITA wirklich ein guter Mond. Kann man machen. Fragezeichen kann übrigens alles sein. Ne? Das kann auch ein Bunker sein. Ne? Also nur mal so als Tipp am Rande. Aber wahrscheinlich, denke ich mal, werden es wieder Diamanten sein, die da liegen. Aber ich glaube, jetzt wollen wir erstmal die Prospekte voll machen und dann machen wir uns mal auf den Heimweg. Denn ja, es sind Diamanten. Denn so langsam haben wir hier auch wirklich Werte am Start. Deswegen fliegen wir erstmal weiter, würde ich sagen. Zu den Bergen. Vielleicht haben wir da Glück. Das ist jetzt nicht so wirklich viel, ne? Aber das muss jetzt nicht unbedingt an ITA liegen. Das kann einfach auch an dem Spot liegen, wo man ist. Dass da jetzt nicht so viele Steine liegen. Aber na, schauen wir mal. Die Strafe, dass wir die Diamanten liegen gelassen haben. So, wie Gas gebe ich überhaupt hier die ganze Zeit? Obwohl, das geht eigentlich. Ein bisschen schneller nochmal, zumindest hier zum roten Strich. Nix da, nix. Auch nicht. Ja, wird schon etwas kommen. Ich bin guter Dinge. Bis jetzt hat man so viel Glück. Oh. Da ist was. Sehr gut. Dann ab in die Eisen. Und irgendwie zeigt er mir da hinten auch was an, ne? Na gut, schauen wir mal. Was haben wir denn da? Goldtangsten. Nicht so geil. Gucken wir uns den anderen Stein nochmal an. Oh, da sind ein paar mehr. Das ist gut. Jetzt ist da hinten ganz viel, ne? Ja, ich glaube, irgendwas hat gerade nicht so richtig gestimmt, weil da sind wir ja hergekommen eigentlich. Naja, egal. Hier haben wir auf jeden Fall so einen Nukleus. Da werden wir mal gucken, was wir hier jetzt
rausziehen können. Beryl und Quarz, das ist nichts wert, würde ich mal sagen. Was ist mit dir? Hallo. Scan das. Beryl und Quarz. Ja, wahrscheinlich ist alles Beryl und Quarz. Diamant und Kupfer. Ist auch nicht so doll. Gold. Naja. Quarz. Diamant, Quarz. Ja. Ist auch nicht so dolle. Ich habe immer das Gefühl, bei diesen, wo man so ganz viele Steine findet, da ist dann meistens immer nur so Zeug. Ja? Diamant, Kupfer und Quarz. Naja, kommt der Letzte. Ja, der wird auch nichts sein. Na gut, dann fliegen wir nochmal zurück. Da war ja noch was. Nee, das ist auch nichts. Gut. Dann war das leider nichts. Aber egal, da hinten lag ja auch noch was. Die Dinger woher gekommen sind, aber eigentlich nicht. Sollten uns jetzt eigentlich nicht angezeigt werden. Weil jetzt ja schon eine Ecke geflogen. Kann aber natürlich auch sein, dass es alles Handzeug ist. Schauen wir mal. Ich glaube, dann war das doch nicht Ita, ne? Mit diesen grünen Dinger. War das wahrscheinlich doch Magda? Hier verwechsel ich das immer. So, da haben wir einen Stein. Sehr schön. Schalten, ne? So richtig. Das ist noch meine Gläser. Ja, richtig will er den nicht. 15 mehr ran. Vielleicht mal Position wechseln. Ne, ja, den will er nicht. Den macht er nicht. Den macht er nicht orange, der Kollege. Oh, jetzt. Na gut. Diamant, Aluminium. Na, nee. Nee, nee, das ist nix. Da müssen wir nochmal weiter. Denn wir wollen ja nur das geile Zeug. Da haben wir noch was. Eigentlich war doch hier auch noch was, oder? Ich glaube, da war noch was. Sein, aber dann ist wieder Handzeug. Das lassen wir mal hier. Gut. Und dann war da, glaube ich, da ganz hinten auch noch was irgendwo, ne? Das war der, da waren wir gerade. Und dann war, glaube ich, irgendwo.
da, glaube ich. Dann fliegen wir nochmal in die Richtung. Das Neue, oder das halt seit ein paar Patches da ist, ist auch, dass die Sachen immer nur angezeigt werden in die Richtung, die man auch guckt. Also man hat scannt und es ist irgendwo seitlich, da muss man wirklich auch mal zur Seite gucken, um das dann auch wirklich zu sehen. Ja, sonst fliegt man da gnadenlos dran vorbei. Nämlich. Ich hoffe, das ist nicht das, wo wir vorhin waren. So ganz am Anfang. Ja, das ist beim Mining, ist das nicht, ne? Ganz oft so, dass man dann immer wieder zurückfliegt. Komischerweise. Man hat ja tausend Möglichkeiten. Es ist so wie bei Filmen, wenn einer verfolgt wird und der rennt um zig Ecken, der Verfolger weiß trotzdem, wo der lang gelaufen ist. Ne? Immer. So, hier haben wir noch was. Gucken wir mal, was wir da haben. Hier erkennt man auch nicht so richtig gut, welche Steine mineable sind. Ja, das kennt man echt bei manchen ein bisschen besser. So, was bist du denn für einer? Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Oh hier, Bexelite. Das ist er doch. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Was haben wir hier? Naja, Agritium wäre noch ganz gut, aber Bexelite ist auf jeden Fall völlig in Ordnung. Das nehmen wir mit. Mal gucken, wie viel wir rauskriegen. Diamant ist jetzt auch nicht so schlecht. Können wir jetzt auch noch mitnehmen. So, auf jeden Fall muss ich sagen, der Helix-Laser. Also da sollte man auf jeden Fall nicht geizig sein, wenn man jetzt Miner ist. Den sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Also der bringt's schon. Und ihr seht schon, wir haben jetzt fast eine Masse von 6000 und das Ding geht trotzdem hoch. Also da wäre man jetzt mit einem normalen Laser, wäre man da völlig aufgeschmissen. Könnte man gleich weiterfliegen. Könnte man sich kurz freuen, dass man Wechsellight gefunden hat. Aber das war's dann auch schon. Ja. Trotzdem springt er ganz schön. Irgendwie so richtig gut ist der Server gerade nicht. Das merke ich auch an dem Laser-Throttle hier. Den kann ich nicht so richtig gut steuern. Naja, schauen wir mal. Wir sind ja auch bald voll. Sollten wir schaffen. Ja, der grüne Bereich ist ja zum Glück relativ hoch. Ja, ist immer ganz gut. Man muss immer halt ein bisschen auf seine Instrumente gucken und sobald man merkt, irgendwas hängt, lässt sich nicht mehr bewegen, dann ist man eigentlich in so einem Server-Lag und dann muss man echt aufpassen. Dann sollte man das Schiff erstmal wegsteuern und gucken, dass man das wieder geregelt kriegt. So, gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch erstmal mit dem hier vorne an. So, da ist auf jeden Fall Bexelite drin, aber wir gucken uns erstmal Rest an. Hier ist nur Diamant drin. Ja, geht so. Die können wir natürlich noch alle nochmal zerlegen, ne? Aber ja, wir zerlegen die auf jeden Fall, aber man weiß ja nie, ob man noch einen guten Brocken rauskriegt. Also richtig gut ist das jetzt nicht auseinandergebrochen. Ah, der ist schon noch am besten. Nehmen wir erstmal den. Oh,
wenn man abgelenkt ist, ne? Gerade an was anderes gedacht irgendwie. Dafür, warum bewegt sich mein Schiff so ganz leicht nach rechts? Ich weiß es nicht. Macht's einfach. Wahrscheinlich Wind. Gut. Schauen wir mal, was wir jetzt rausgebrochen haben. Diamanten fast 100%, nehmen wir auf jeden Fall mit. Völlig klar. Das hätten wir jetzt aber auch mit allem gemacht. Sogar mit Kupfer oder mit Beryl oder sonst irgendwelchen Mumpitz. So, haben wir da. Das ist nichts. Da müsste hier eigentlich jetzt das Maxelite drin sein. 12, ja. Das ist nicht dolle, aber wir nehmen es auf jeden Fall mit. Besser als nichts. So ein. Den ist auseinanderbrechen hier. Nischt ist immer gut. Wechsellite, ja gut, aber es ist gut viel Diamant drin, deswegen nehmen wir den mal mit. So, und für das bisschen jetzt noch, da nehmen wir das auch noch mit. Ist zwar viel Schrott drin, aber brauchen jetzt wegen so ein bisschen da jetzt eigentlich. Komm, ich würde sagen, wir fliegen los. Wir sind ja eigentlich voll. Und schauen wir mal, was wir jetzt verdient haben. Ich glaube, richtig viel. So, jetzt müssen wir eigentlich gar nicht so lange nach oben fliegen, denn wir kommen ja relativ schnell raus aus der Atmosphäre. Da haben wir schon Magda und einen Comrade, aber wir müssen eigentlich auch direkt... Ach, springen wir erstmal zu OM3, das ist glaube ich in Ordnung. Und danach geht es dann direkt ab nach Hörsten und dann verkaufen das Ganze. Ja gut. Ja, klappt doch, hat doch alles super geklappt. Noch. Ne, aber man weiß ja nicht. Kann ja noch allerhand passieren. Ne, kurz vorm Monitor schmiert der Server ab. So, genau wie das hier. Ne, das ist auch immer mal wieder da. So, und die Kiste, die müssen wir natürlich hinten drin lassen, weil die wird direkt von unserem Schiffs, von unserer Schiffslade, von unserem Schiffsladegrid verkauft. Das dürft ihr halt nicht mit da reinnehmen und hinschleppen, weil der Willi da am Tresen, der nimmt euch die nicht ab. Da müsst ihr halt wirklich direkt aus dem Schiff verkaufen. Und das geht halt auch nicht an der Mining-Konsole, das müsst ihr dann an der anderen Konsole machen, ne? Das ist da bei den Inner Materials oder glaube ich, oder irgendwo, oder Cup. Ja, wir werden sehen. Ihr wisst, was ich meine. Thank you.
track like fire, fire see me through. Pick the right train, I could be rolling, rolling back to you. Dig it, man, when I see my face, when I sure don't need to. Fast in den Hangar geflogen. Ja, manchmal fliegt er also direkt fast in die Stadt rein. Ne? Gut, ist halt so, müssen wir nicht so lange fliegen. So, da wo die Lichter sind, da ist die Landezone, da müssen wir hin. Momentan ist es leider noch so, dass man die No-Fly-Zone nicht richtig sieht, deswegen lieber von oben reinfliegen. Ne? Das kann nämlich sein, dass ihr sonst explodiert. Ne? Also nicht jetzt zu tief und dann seitlich rein. Das geht mal gut, ja, dann leitet euch der Autopilot wieder raus, aber das geht auch mal nicht gut. Und mit so einer Fracht, die wir hier gerade haben, da sollten wir auf Nummer sicher gehen. Auch nicht zu schnell fliegen, denn ihr wisst ja, die Prospector ist ein Stein. Also super Name auch übrigens für die Prospector, ne? Stein. Heute mal wieder den Stein ausfliegen. Also nach und nach findet man schon seine Namen. Meine Carrick, die nenne ich Gib. So, ich glaube, irgendeinen anderen Namen hatte ich auch noch. Habe ich auch vergessen. Mir schon wieder einfallen. So, noch schon mal eine Landerlaubnis erbitten. Machen wir mal über das Mobiglas. Restricted Area, deswegen gehen wir lieber ein bisschen hoch. Ja, ja. So. So, dann wollen wir nochmal reingleiten in das gute Stück. Below und left. Na gut. Profis, machen wir das. Sehr schön. Ausmachen und losflitzen. So, wie gesagt, das lassen wir hier. Die Kiste, die sollte da hinten auch noch liegen. Sehr gut. Dass die Tür immer nicht ganz aufgeht. So, und dann flitzen wir mal schnell zum Verkaufen und gucken, was wir gemacht haben. Ich bin so gespannt. Schiff ist schon mal safe, das ist gut. Eigentlich ist relativ alles safe. Denn selbst wenn jetzt irgendwas abschmiert, sollten wir hier nichts verlieren.
Ja, die Jungs stehen immer noch Spalier hier. Tja, so sieht das aus, ne? Ja, mit den Zügen, das ist auch im Moment noch immer so eine Sache, ne? Mal geht die Tür nicht auf. Mal steht schon ein Zug da, der aber nicht weiterfährt. Ja, der glitscht dann so in den anderen. Also da kommt zwar einer, aber der... Hey, ihr wisst. Ne, wenn ihr das schon mal erlebt habt, wisst ihr, was ich meine. So. Aber super funktioniert alles, muss ich sagen. Ja, das Mining-Gerät ist zwar immer noch in meinem Innenschenkel. Wahrscheinlich kommt er da nicht klar, weil ich hier zu viel ausgerüstet habe. Weiß ja nicht, wo er hinstecken soll. Aber gut. So ist das halt. So ist ein super Sump. Ja, ein bisschen noch mehr in die Heldenpose gehen hier. Now arriving, Metro Center. Please watch your step when disembarking the train. Ein super Sump ist das. Das ist richtig super. Gut. Dann flitzen wir da schnell hin. Und gucken mal. Das ist immer ganz geil, dass sie immer Licht an haben, die Jungs. Ne? Hier, Licht aus. Strom sparen, Kollege. Ja, muss nicht so tun. Jetzt werden wir den Schuh abkloppen. Ne? Eigentlich gar nicht draußen gewesen, aber trotzdem mal abkloppen. So, dann werden wir erstmal unsere Prospekte leer machen und dann das Handzeug wegmachen. Und dann schauen wir mal, wie viel Reibach wir gemacht haben. Kohlen und Reibach. So, dann haben wir hier. Zack. Obwohl, nee, das ist jetzt erstmal unser persönliches Inventar. Dann machen wir das erstmal. Hier, Hedonite, ja. Und dann haben wir schon mal 7700 UECs gemacht. Das ist auch schon mal eine Menge. Ne, zack. Weg. So, und ich glaube, da haben wir sogar noch was in unserem Anzug, den wir jetzt gerade nicht angezogen haben. Da müssen wir nochmal kurz wechseln. Da sind ja auch noch ein paar Steinchen drin gewesen. So, war es hier und dann war das, glaube ich, der hier, ne? Der war das, genau. Ziehen wir den jetzt nochmal schnell an und da sollten jetzt auch nochmal so ein bisschen was drin sein. Und übrigens war das jetzt auch mit die Kiste, ne? Da, siehst du, da ist auch nochmal 1650, das ist doch super. Sehr geil. So, habe ich jetzt überhaupt gekriegt? Hat mir das andere gegeben? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich will nochmal gucken. So, jetzt wollen wir erstmal die Prospekte leer machen. Gucken, was wir da bekommen haben. Joa, 17.000. Da ist doch schon mal hier Fessenheit, ne? Das war aber auch der Nukleus. Das war die Quelle schlechthin. Zack. Voll gut. So, nochmal kontrollieren, ob das auch wirklich alles gemacht hat. Ne? Doppelt hält besser, nicht, dass das weggeht. Aber das sieht gut aus. Jetzt gucken wir uns nochmal kurz den anderen Rucksack nochmal an. Ob da auch wirklich alles raus ist. Na. Hat dann auf? Ja. Gut, dann gucken wir hier nochmal. Aber sieht gut aus. Alles verkauft, Freunde.
das soll es gewesen sein. Unsere Mining-Tour zum Abschluss an die 3.9. Danach geht es natürlich ab ins PTU und dann werden wir natürlich mit der 3.9 weitermachen, Freunde. Also, macht es gut, bis dann und tschüss.